Welche Investments sind in der aktuellen Marktphase die lukrativsten? In diesem Video besprechen wir die Möglichkeiten, die du heute hast, um dein Geld anzulegen und welche Vor- und Nachteile es bei den einzelnen Anlageklassen gibt. Nummer 1, lasst uns über Edelmetalle sprechen. Edelmetalle wie zum Beispiel Gold oder Silber. Gold ist eine wunderbare Möglichkeit, um Geld von einer Zeitperiode sicher in die nächste Zeitperiode zu transferieren. Das bedeutet, wer vor Jahrtausenden bereits Edelmetalle wie zum Beispiel Gold hatte, kann heute in etwa dasselbe Menge an Geld wieder eintauschen, wie er es vor dieser langen Zeit gehabt hätte. Allerdings, und das ist das große Problem bei dieser Art der Geldanlage, ist ein großer Zugewinn im Sinne des, du hast heute 100 eingesetzt und kannst morgen 110 tatsächlich wieder rausbekommen, ist nur sehr schwer möglich. Das bedeutet also, die historische Rendite bei Gold liegt in etwa zwischen 2 und 5% pro Jahr. Davon muss man jedoch die Inflation abziehen und somit werden wir in etwa 0 auf 0 rauskommen. Das bedeutet also, du kannst mit Gold dein Geld sicher anlegen. Zugewinne sollten jedoch nur sehr schwer möglich sein. Natürlich gibt es kurze Marktphasen, wo die Preise für Gold hoch oder runter gehen können. In der letzten Zeit sind sie stark angestiegen. Ob das jedoch in der Zukunft weiter so geht, ist ungewiss. Und was man auch bei Gold einfach beachten muss, ist die Verwahrung. Das bedeutet also, du kannst Gold nicht einfach in ein Depot legen, sondern wenn du es physisch hast, musst du Gold irgendwo verwahren. Beispielsweise in einem Bankschließfach, was Geld kostet. Oder aber du verwahrst es zu Hause oder in einem Versteck, das man dann am besten versichern sollte. Versichern vor beispielsweise Brand oder Diebstahl. Daher ist also der Besitz von Gold grundsätzlich erstmal kostenpflichtig. Und was auch viele vergessen zu bedenken ist, dass vor allen Dingen in den Zeiten größter Krisen, man hat es jetzt auch in Corona-Zeiten gesehen, ist selbst Gold gefallen. Zwar nur kurzfristig, aber einen kurzen Dip nach unten hat es gegeben. Und auch in den letzten Jahrzehnten mehrfach bereits vorgekommen, in großen Krisen oder im Nachgang oder in der Bewältigung der größten Krisen ist es regelmäßig dazu gekommen, dass sowohl der Besitz als auch der Handel von Gold verboten wurde. Und ich sage sogar, jetzt hat es aktuell wieder den Anschein, dass es dazu wieder kommen könnte. Das ist sehr spekulativ. Aber schaut einfach mal nur auf den Jahreswechsel von 2019 auf 2020. Im Jahr 2019 konntest du Gold noch für 10.000 Euro kaufen, ohne irgendwelche Legitimationspapiere abgeben zu müssen, ohne genau dich ausweisen zu müssen. Heute geht es nur noch mit einer Summe von bis zu 2.000 Euro. Und heute wird auch bereits darüber diskutiert, ob diese Schwelle, diese Summe noch weiter herabgesetzt werden soll. Das bedeutet also, es wird versucht nachzuvollziehen, wer denn in unserem schönen Land Gold besitzt und wer nicht. Das könnten also die ersten Anzeichen dafür sein, dass Gold tatsächlich irgendwann wieder verboten wird, beziehungsweise stark besteuert wird, der Handel stark besteuert wird oder. Also alles ist möglich und deswegen lasst uns zur Nummer 2 kommen, die aktuell auch stark diskutiert wird und das ist einfach das Investment in Immobilien. Und dazu muss man grundsätzlich mal das Immobilieninvestment betrachten und man kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich zwei große Anlageklassen bei den Immobilien gibt. Einmal sind es die Gewerbeimmobilien und zum anderen sind es die Wohnimmobilien. Beim Gewerbe ist es vor allen Dingen Industrie, aber auch Büro und Hotellerie. Und jetzt in Zeiten von Corona haben wir große Probleme bei den Gewerbe- und Industrieunternehmen, in den Unternehmen sowieso, aber dann auch in den Immobilien, die dahinter stecken. Das bedeutet also, Unternehmen wie WeWork oder andere große Unternehmen haben ganze Büroetagen in New York und großen Städten angemietet, um eben Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. In Corona mussten solche Leute allerdings zu Hause bleiben. Ja, man konnte nicht mehr in solchen Spaces arbeiten, Workspaces. Und das bedeutet also, die Nachfrage nach solchen Gewerbeimmobilien ist stark zurückgegangen und somit dann auch die Preise.
Auf der anderen Seite ist jedoch der Besitz von Wohnimmobilien, also auch die Preise und die Mieten in Corona nur, wenn dann ganz kurz gefallen, aber jetzt mittlerweile schon wieder gestiegen. Also die Preise für Wohnimmobilien sind im Wesentlichen nicht gefallen. Ich würde sogar sagen, tendenziell sogar eher gestiegen. Also ein tolles Investment. Allerdings, und das muss man wirklich auch bedenken, ist es bereits in der Vergangenheit dazu gekommen, dass der Staat Zwangshypotheken auf Immobilienbesitzer veranschlagt hat. Das bedeutet, er hat in dein Grundbuch hineingeschrieben, dass du dem Staat, also ich tue das jetzt mal sehr plastisch darstellen, dem Staat Geld schuldest. Und das hat er getan, um einen sogenannten Lastenausgleich zu finanzieren. Das war vor allem damals nach dem Krieg, als eben ja, gewisse Kosten für den Wiederaufbau verteilt werden mussten. Und auch hier ist es so, dass die Immobilien als erstes belangt wurden. Warum? Sie sind immobil. Keiner kann sich so richtig dagegen wehren, denn ein Haus kann man nicht so einfach wie eine Aktie beispielsweise von heute auf morgen verkaufen. Und somit wurden diese Anlageklassen als allererstes zur Kasse gebeten. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, war das diejenige Anlageklasse, die vor allem in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar sehr stark geboomt hat. Ja, also wer mal sich überlegt, wie horrend die Mieten in Hamburg, München, Köln, Berlin sind, der weiß, dass also dass Immobilienbesitzer in der Vergangenheit wirklich gutes Geld verdient haben. Und last but not least, lasst uns gerne mal über Aktien sprechen. Aktien bitte immer nur von wunderbaren Unternehmen. Und hier ist die Kernaussage vieler Deutschen oder ja, von vielen Menschen ganz einfach: Aktien sind etwas Unsicheres. Und diese Aussage kann ich zu 100% unterstreichen. Doch was ist die Alternative? Gerne kannst du dein Geld aufs Sparbuch legen, und das Kopfkissen. Dann hast du Sicherheit. Sicherheit, dass du jeden Tag Geld verlierst. Denn die Inflation und die tatsächliche Inflation liegt nicht nur bei unter 2%, wie es dir die EZB und andere glauben machen wollen, sondern die tatsächliche Inflation ist weit, weit höher. Ja, also Lebensmittel werden teurer, Mieten werden teurer und das tägliche Leben wird teurer. Das bedeutet also, wenn du heute 100.000 Euro aufs Sparbuch legst, wirst du zwar in einem Jahr immer noch 100.000 Euro dort haben, aber du kannst dir damit weniger kaufen. Das können wir schon in den letzten 10 Jahren messen und spürbar machen. Und deswegen macht es wirklich Sinn, sich an Unternehmen des täglichen Bedarfs, tolle Qualitätsunternehmen zu beteiligen. Diese Unternehmen sind ja diejenigen, die diese Preisaufschläge anstoßen. Das bedeutet also, jedes Mal, wenn dein Essen teurer wird, jedes Mal, wenn Mieten teurer werden, profitieren solche Unternehmen als allererstes. Viele fragen mich dann oftmals ja auch: Ja, Florian, welche Aktie soll ich denn kaufen? Welches Unternehmen soll ich denn kaufen? Und da sage ich immer: Keep it simple, ja? Denn die Antwort auf diese Frage ist für dich eine andere als wie für mich und wiederum für einen Dritten. Das heißt, du solltest dich einfach nur hinsetzen und überlegen, mit welchen Unternehmen arbeite ich vielleicht schon seit Jahrzehnten zusammen? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du es vielleicht nicht schaffst, schon seit 30 Jahren beim Einkaufen nicht bei dem Lindt-Schokoladenabteil vorbeizukommen, ohne dass da eine Lindt-Schokolade bei dir im Einkaufswagen landet, dann hat es ein System. Dann ist es ein Unternehmen, die das nicht aus Jux und Tollerei machen, sondern sie wollen, dass genau das passiert, dass du immer und immer wieder die Schokolade kaufst. Sie wollen quasi, dass du wie eine Art süchtig davon bist. Und wenn du süchtig nach diesen Themen bist, nach Schokolade, nach dieser Lindt-Schokolade, dann kann es wirklich Sinn machen, sich auch tatsächlich mit solchen Aktien, mit solchen Unternehmen zu beschäftigen. Das bedeutet also wirklich: Keep it simple. Und wenn du wissen möchtest, wie du diese Prozesse für dich genau machen kannst, wie du Unternehmen findest, die dich ruhig schlafen lassen, wie du Unternehmen findest, die besser von den aktuellen Trends profitieren, dann lass uns gerne miteinander telefonieren. In einem kostenlosen Beratungsgespräch besprechen wir die Möglichkeiten und die Tools, die dir jetzt und heute bereits zur Verfügung stehen, um das Ganze für dich abzuarbeiten, um für dich Prozesse umzusetzen, bessere Unternehmen zu finden, lukrativere Unternehmen zu finden, schuldenfreie Unternehmen meinetwegen zu finden, Unternehmen zu finden, die hohe Dividenden ausschütten. Und in diesem Sinne, hier unten kannst du dich gerne zu einem Beratungsgespräch anmelden. Freue ich mich auf unser Gespräch
und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Investments.